Ja, Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei mir, Boom81, mit einer neuen Show und einer Mod-Vorstellung für Landwirtschaftssimulator 15. Ja, hier an der untergehenden Sonne sind wir nochmal im Holz und ich möchte euch hier einen Holzhäcksler seiner ganz besonderen Art vorstellen. Wie ihr hier seht, hinter Baum versteckt einen schönen gelben Häcksler. Da weiß ich selber nicht, wie das funktioniert. Einen, ja, ich sage jetzt mal, Silver, keine Ahnung, ja, den müssen wir uns gemeinsam mal bei dem Mod-Ordner mal anschauen. Das ist ein Dimanix LS 2013 Mod, umgebaut für LS 15, so wie der Häcksler natürlich auch umgebaut ist. Ja, hier seht ihr den Trailer und den kennt ihr ja schon von einer anderen Mod-Vorstellung. Wenn nicht, muss ich da noch eine draus machen. So, wir sind jetzt praktisch hier. Warum habe ich hier zwei verschiedene? Ganz einfach, der ist für Singleplayer tauglich, aber nicht für Multiplayer. Und der wiederum ist für Multiplayer tauglich. Das war ein Update vom Entwickler. So, wir gehen aber jetzt hier nochmal her, sägen uns natürlich einen schönen Baum ab. Ich hoffe, dass das besser klappt wie letztes Mal. Letztes Mal sind mir die Bäume überall hingeflogen, bloß nicht dahin, wo ich es wollte. So, wie fliegt er denn? Naja, kommen wir da mit dem Kran ran? Schauen wir mal. Ob wir da mit dem Kran rankommen. Haben wir noch eine Alternative? Ja, der macht sich... Naja, müssen wir halt umparken. So, da liegt er nun. Wir können da schon mal entaschen anfangen. Wenn er sich dreht, ist sogar ganz gut, weil dann kriegt man nämlich alle Baumstämme weg beziehungsweise entasten wir alles komplett. So, jetzt mache ich da mal so. Machen wir nicht so allzu große Stückchen. So, lassen wir das mal so. Und wir werden mit unserem schönen Fendt da mal ein bisschen rückwärts ranfahren. Also der Fendt ist sehr gut für die Forstabteilung geeignet, weil da brauchen wir hier schon leistungsstarke Traktoren. Und hier wieder mit X ausfahren, zack, und mit B machen wir natürlich die Maschine an. Die lassen wir aber jetzt erstmal noch aus. Wir nehmen uns dann wieder so ein Stückchen. Dass wir den dann da so reinbringen. Wie rattert der jetzt los? Wir probieren es mal aus. Ah, okay. Der schnappt sich komplett. Ah, das ist schön. Wir gucken doch mal nochmal nach. Lass jetzt absichtlich den Häcksler laufen. Dass wir da... Oh. Das Tackern ist von meiner Maus, Entschuldigung bitte, von meiner harten Unterlage. Gleich. Ja, wie gesehen, geht es auch recht gut eigentlich mit dem wie hat der geheißen, Diamax
Crusher, Syr SB 1600 Crusher, ja, um genau die Bezeichnung abzulesen. Ja, der macht ja auch richtig Spaß, habe ich gerade festgestellt. Also mir taugt der. Ich muss bloß noch gucken, ob der Multiplayer fähig ist, das weiß ich natürlich nicht. Hier im Singleplayer läuft eigentlich recht gut. Ja, ich mache mal hier mal wieder aus, nicht dass es zu laut wird für euch. Ja, das ist der Crusher, auch runtergeladen bei modhoster.de. Einfach unter Anbaugeräten Baumabteilung suchen und ja, mit dem Gerät Spaß haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss!